So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Angry Birds Fight, wieder vollste Energie. Und es kann weitergehen. Bombe fast Level 17. Auf der Spukinsel. Schauen wir mal, wem wir ihm jetzt ein Schrecken einjagen können. Haben wir noch eine Mission offen? Ich glaube nicht, ne? Heute war vorbei. The Game! Eine komische Flagge hat irgendwas Komisches in der Hand und ist halt Stella. Bäm, alle weg hier. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ein paar mehr Vierer-Kombos? Ja, neun Vierer-Kombos. So, sehr schön. So soll es sein, ne? Fünfer-Kombo. Chick. Dabei, das ist ein Vierer-Kombo. Aber auch fast ein Vierer-Kombo, wäre das Ding nicht runtergefallen. Ja. Schöne Kombos. Oh, nee, nicht du. Du darfst doch Stella. Ja, doch, Stella darf. Stella darf ihre Blasen hier verteilen. Darauf stehe ich total. So, haben wir hier noch was? Ja, komm, Zeit abgelaufen. Na gut, da haben wir jetzt nichts mehr gehabt. Gefühlt nichts mehr. Ne? 500? Was? Willst du mich verarschen, Stella? Hast du Steroide genommen? Alter, die hat da richtig krass gelitten, aber die stirbt schneller, weil sie weniger Basisleben hat. Aber 555 Defense, Alter, was hat die denn geschluckt? Dabei hat sie doch nur ein einziges Mal die Vierer-Kombo gehabt. Oder eine Fünfer und sonst mehr nichts, aber 500, da seht ihr, wie gesagt, die Tombola-Items bringen schon ein bisschen was. Und ich sage jetzt einfach mal so, bei 100 Edelsteinen werde ich die Tombola tombolan, weil mir so viele Leute da, ich will jetzt nicht sagen, auf den Sack gehen, weil das gemein klingt, aber so viele Leute gehen mir auf den Sack, dass sie sagen, ja, benutzt doch deine Tombola-Items. Nee, ich biete mal, ich bin mal in der Tombola. Dreh mal an der Rolle. Und ja, warum nicht? Also kann man ja durchaus mal machen. Bringt ja schon was, sehe ich ja ein, aber ich habe es ja schon erklärt, warum ich das lieber häufe. Einfach weil aus dem Grund, das ist ja sinnlos, wenn ich einfach mal alle paar Parts 1 aufmache, dann spare ich lieber ein bisschen und mache dann in einem Part 10, 15, 20 Tombola-Drehungen. Einfach dann haben wir halt, ja, das ist viel cooler, muss ich sagen. Also deswegen mache ich das auch so. Gibt auch ganz, ganz viele Hearthstone-Streamer oder ja, Kartenspiel kennt ihr ja bestimmt Hearthstone. Die halt wirklich erstmal warten mit den Kartenpacks, bevor sie aufmachen. Weil es einfach lohnt, es zu sammeln und dann erst aufzumachen. Es ist einfach besser. Du kannst halt hintereinander, kannst dich halt freuen, weißt du? Wenn du einmal aufmachst, dann denkst du, oh Scheiße, schon wieder nur Dreck drin. Immer nur noch Kacke. Wenn halt 20 Dinger aufmachst, hast du ein paar Mal drin, dann hast du eine gute Erinnerung daran und denkst, oh, wie geil war das denn jetzt? Das muss ich öfter machen. Deswegen, 100 Edelsteine, Leute, dann drehe ich am Rad. Also am Tombola-Rad. Yeah, Bombe aufgestiegen. 8 Schaden dazu, 2 Defense und 5 Leben und schon wieder so eine hässliche Schildkröte. Geh weg! Du bist glitschig. Nee, egal, wir machen trotzdem weiter. Plötzlich habe ich immer noch meine Edelsteine angeschaut. Schon wieder vergessen. Ist auch egal. So, haben wir eine Vierer-Kombo? Nö, natürlich nicht. Oh. Oh, da war eine Vierer-Red-Kombination, habe ich zwar nicht mitbekommen, aber sehr schön. Also wirklich hat das für ziemlich viel gebracht, weil es sieht immer noch so ungeordnet aus, dieses Feld. Trotz dass Red sich schon entfernt hat. Sieht immer noch kacke aus. Muss noch ein paar mehr Entfernungen hier vornehmen. Na, schade, dass Red der einzige ist, wo das geht. Weil ich muss sagen, Red ist der, was die Vierer-Fähigkeit angeht, echt am coolsten. Also was nützlich sein könnte. Na, da war die Vierer-Kammer. Fuck you! Komm, eins von den beiden hier entfernen. Eins von den beiden. Komm, tu es mir an. Gib's mir. Eins von den beiden. Eins von den beiden. Schade. Und da, nee, da waren nur so Zickzack-Stella, die war leider keine Vierer-Kombo, immer nur eine Dreier. Aber dennoch haben wir gewonnen, überhaupt kein Thema. RD Spins, ich muss dich leider besiegen. So ist das. Siebener Siegesserie, wieder, auch oh, schon wieder so ein Kackdinger, scheiße. Weiß nicht, wie viele Punkte wir eingebüßt haben, hätte ich auch gar nicht wissen.
Würde mich wahrscheinlich nur traurig machen. So, haben wir eine Vierer-Kombo, hatten wir gerade gehabt. Fast eine Vierer-Kombo. Yeah, sehr schön. Also wirklich viel finde ich hier gerade nicht, ne? Ich sehe den. Hat er gerade was gemacht? Nee, ne? Also er wollte, aber er hat sich geschafft. Und ich habe den Block gerade abgebaut, den er verzaubert hatte. Zumindest wollte er gerade. Ja, okay. Jetzt hat er es aber zweimal gemacht. Oder die Rache. Gleich müsste die Uhr ticken. Ja, 5 Sekunden. Ah, hab den wieder gefunden, aber es sollte auch reichen, um ihn zu killen. Ich meine, 100, 107, 108 Dings auf Blut drauf, ist in Ordnung. Er hat nicht mal mit Schild geknackt. So ist da der Gegner hier. Schwach, schwach, schwach. 40 Erfahrung, Red Level Up. 750 Münzen. Wieder eine Bärentatze, wie beim letzten Mal gesagt, was ihr dachtet, eine Bärentatze bei mir. Ja, 89 Edelsteine, nachher fehlen noch 11. Dann, Leute, dann können wir Tombola spielen. Hunderttausend Mack. Mack. Vierer-Kombo. Haben wir noch eine Vierer? Scheiße, haben wir nicht. Alles war nur eine Dreier-Kombination. Na, da war ein Vierer. Ich hätte doch warten sollen. Da war ich zu ungeduldig. Da war noch eine Bombe. Stella, Red, Double-Combo Red. Ach scheiße, da war eine Vierer-Combo gerade gewesen von Blue. Ich hab sie verpatzt. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe keine Kombination mehr. Das war jetzt nicht so gut. Ah ja, Chuck wird mich eiskalt besiegen. Aber du darfst, Chuck, du darfst heute mal. Meine Siegesserie muss ja auch mal ein Ende haben, ey. Ich meine, man soll ja nicht so öffentlich einsehen, dass hier, dass ich hier so mega OP mit meiner 700er Siegesserie. Deswegen wollte ich jetzt natürlich mal verlieren. So, 2 Energie noch. Wahrscheinlich wird 3, wenn wir gleich noch die 5 Minuten gewartet haben bis zur 10. Oh, geh mal weg, Bombe. Jesus, was ist das für ein Feld? Wow, nice. Ich wollte warten, bis das weg ist, dieser Cooldown, und dann habe ich halt wieder meine Bombe aufgezündet, damit er direkt zweimal nichts sieht. Arme Sau. Ja, anfangs sah es ganz gut aus für uns, mittlerweile so lala. Ah, da hätte ich noch eine. Oh, okay, laufen wir weiter, immer weiter. schauen wir mal. Ich hab ihn ordentlich geblockt, aber dennoch hat er unglaubliche krasse Defense aufgebaut. Gut, das ist natürlich der amerikanische Hut, das heißt wieder ein SS-Item. Und ansonsten aber fast identisches Item, okay. Der Hut hat ein bisschen was gemacht vielleicht und der hat vielleicht ein paar bessere Kombinationen gehabt. Wer weiß, wer weiß. Ein Küchenchef-Schnurrbart, verzichte. Gib mir lieber 45 Gold dafür. In einer Minute haben wir den nächsten Energiepunkt, sehr schön. Das reicht immer exakt genau für so einen schönen 15, 16 Minuten Part. 17, 18, Alfie Husky. Der fightet jetzt mit mir um die 8er Gelegenheitspunkte hier. Das kann ich auch, Kollege. Oh Leute, wirklich, jetzt reicht's aber. So ein Arsch. Okay, jetzt verloren. Holy shit, kann ja gar nichts machen hier.
gefühlt kann ich hier nichts tun. Ja. Ja, hat mir zweimal halt die Leinen weggehauen. Nicht so gut. Ich kann überhaupt gar nicht hingucken. Schadenmäßig. Ah, 84! Alter. Wie geht der denn ab, Alter? I don't care. Letzter Fight. Ligatem. Ach ja. Geil, ich kann nur auf der linken Seite was machen. Auf der rechten Seite. Links ist alles nicht möglich. Ah, hier war eine Bombe, okay. Dann mischen wir das Feld mal ein bisschen. Genau, mach ihn schwarz. Oh nee. Du darfst nicht, das ist unfair. Aber ich darf. Okay, schauen wir mal. Ah, okay. Sieht ganz gut aus für uns. Da glaube ich schon, dass ich gewonnen habe. Gut, und jetzt noch die drei Alka rausholen. Sehr schön. Ohne Gelegenheitskampf natürlich. Oder waren es XP mal 2? Ich glaube, irgendein Gelegenheitskampf war. Ich glaube, XP mal 2. Endet in 7 Stunden. Meine Güte. Kann dieses Event jetzt endlich mal fertig sein? Okay, da haben wir eine Schildkröte, die wir mal ganz kurz killen werden. 634 Leben. Lohnt sich eigentlich gar nicht, aber egal. Wir nehmen den und unsere mit. Anfangs gut und jetzt scheiße, das Feld. Na gut, ist ja nicht gegen den Menschen, ist okay. Das sind nur 634 HP. Hätte ich eigentlich gar nichts machen müssen. Naja, ein bisschen was, ganz wenig. Das, glaube ich, hat sich jetzt nicht so gelohnt vom Anker her. Von der Erfahrung her vielleicht, ein bisschen von den Münzen, aber... Ach, sag bloß, dieser Kampf ist zu Ende, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der fängt da alles an. So, Vierer-Kombo haben wir keine hier. Ah gut, ist ja sowieso nur die CPU. Da, Vierer-Kombo, yeah! Ganz am Ende. Das freut dann immer wieder. Ungemein. Ja, ich will jetzt überhaupt gleich mal tippen, wie viel Schaden ich hier mache. Ich sage 5000. Oh Gott, 2900. Ja, also man verschätzt sich so krass, weil die immer wieder unterschiedlich stark sind, gefühlt. Immer und immer wieder unterschiedlich stark. Unglaublich. Gut, leider kriegen wir die 3000 Punkte nicht mehr zusammen, ne? Um die 5 Edelsteine noch zu kassieren. Würden wir weiter suchten, den ganzen Abend, die restlichen 7 Stunden noch, bis 6 Uhr morgens, dann wahrscheinlich, aber da ich das nicht machen werde, dann halt nicht. Gut, Leute, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Angry Birds Fight. Bis dann, ciao!